Guten Morgen! Wer sich meine Live-Talks schon angeschaut hat, der wird wissen, dass man mich nicht so schnell aus der Ruhe bringen kann und dass ich wirklich sehr erfahren bin, wenn es darum geht, meine Emotionen sich nicht entfalten zu lassen und zwar durchaus in mir aufsteigen, aber eben nicht auszuleben. Am Montag war ich bei meinem Wocheneinkauf, diesmal bei Aldi, und da hatte ich das Vergnügen, wieder meine Selbstbeherrschung zu testen. Und ein Meister, ein älterer Meister, hatte mir eine Aufgabe gestellt. Ich bezeichne Menschen, die mich aufgrund ihrer Art oder ihren Sachen, die sie sagen, emotional auffühlen, als meine Meister. Das entsprechende Video dazu findet ihr oben in den Infokarten. Ich war also gerade dabei, den Großteil meines Einkaufes am Packtisch vom Plastikmüll zu befreien und diesen Müll dann in die dafür vorgesehenen Abfallbehälter zu geben, zu entsorgen. Da sehe ich schon aus den Augenwinkeln, wie ein älterer Mann, der Meister, auf mich zukommt und langsam seinen Stock hebt. Ich kenne diese Geste bei älteren Menschen nur zu gut. Sie sind etwa mit der Geste des hebenden Zeigefingers zu vergleichen. Nur dass so ein Stock natürlich ein viel größerer Zeigefinger ist und bedeutungsschwerer. Und entsprechend wusste ich, dass er mich gleich auf irgendetwas hinweisen würde. Und so war es dann auch. Lautstark, so dass es die zwei gestressten Kassiererinnen auch garantiert mitbekommen, stellte sich der ältere Mann als unbeirrter Streiter und Ritter für die armen Aldi-Mitarbeiterinnen heraus. Denn er erklärte mir, wie unverschämt das sei, mein Müll, also meinen Müll, nicht mit nach Hause zu nehmen, wie er sich gehört, sondern den Müll direkt hier im Laden zu entsorgen. Was ich denn denke, wer den Müll dann wegmachen musste? Die armen Frauen, die an der Kasse sitzen. Dabei schaute er dann auch bedeutungsschwer eben auf die beiden Kassiererinnen, die aber in diesem Moment beschäftigt waren und noch nicht erkannt haben, dass da ein Ritter auf einem weißen Pferd direkt am Packtisch stand und sein Leben für sie einsetzte. Also fuhr er dann fort, indem er darauf referierte, dass ich ein Parasit des netten Service hier bin. Er drückte das etwas weniger gewählt aus, aber so die Grundaussage war so ungefähr diese. Als ich meinerseits realisierte, dass da vor mir ein Ritter aus Leidenschaft eben sich nicht wirklich mit meinem Schweigen zufrieden gab, habe ich ihm dann lächelnd erklärt, dass das Entpacken des Plastikmülls und das Wegschmeißen, dass das ein Statement ist meinerseits für die Umwelt und gegen den unnötigen Einsatz dieser Verpackung. Da hat dann irgendwas von Erderwärmung und Hokuspokus gefaselt und ist mir dann auch körperlich recht nah auf die Pelle gerückt. Dass ich mich dann wirklich mal auch kurz umgedreht habe und versucht habe, mit einem Blick die Sache aufzulösen. Leider war er dafür auch nicht wirklich empfänglich, sodass ich ihn dann letztlich dann doch einfach sanft zur Seite schieben musste, um dann auch aus dem Laden irgendwie dann auch wieder rauszukommen. Ich habe zwar schon insgeheim irgendwie damit gerechnet, dass er dann schmerzverkrümmt auf den Boden fällt und sich wälzt und ich die nächsten 2 Jahre hinter Gitter verbringe, aber es war eben ein echter Ritter, der dann auch auf den Beinen blieb, obwohl ich ihn sanft zur Seite geschoben habe und mir nur noch ein nettes "Ja, so sind die Ökos, nur an sich denken" mit auf den Weg gab. Und endlich reagierte dann auch eine der beiden Kassiererinnen und schenkte dem älteren Herrn auch das lang ersehnte Lächeln. Und dann lächelte auch er und der Tag war gerettet. Im Nachgang hört sich das ja immer sehr relaxed und auch berechtigterweise sehr komisch an. Aber in dem Moment, da muss man auch durchaus, und ich auf jeden Fall, mir eingestehen, dass Gefühle in einen aufsteigen, die wenig mit Nächstenliebe zu tun haben, und das ärgert mich. Da ich auch im Nachgang volles Mitgefühl für den Herrn habe und wie er seinen Tag mit solchen Ereignissen auch aufwertet und auch glaubt, etwas Gutes zu tun und sich einzusetzen für die Kassiererin, anderen zu helfen. Diese Intention empfinde ich sogar als sehr, sehr löblich und habe auch immer mehr Sympathien für diesen Mann entwickelt, umso weiter ich die Situation emotionslos betrachten kann. Im Endeffekt waren letztlich seine Informationen einfach andere und seine Herangehensweise, aber er hat nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt und sich für andere eingesetzt.
Aber in dem Moment, der halt dann da war, war meine erste Reaktion, die ich gespürt habe, dem einfach den Kopf wegzuschlagen. Absolute Konditionierung. Weil ich früher habe ich meine Probleme eben so gelöst. Mit Gewalt. Und dieses neurologische Netz, das wird wahrscheinlich auch mein Leben lang in mir existieren. Oder es wird mit Sicherheit ein Leben lang in mir existieren. Und ich muss es einfach immer wieder durch bewusste Handlungen überlagern. Alles ärgerlich, aber man muss das dann auch einfach akzeptieren. Ich habe jedenfalls dann direkt mal meinen Wocheneinkauf abgefilmt und den würde ich dann jetzt hier als Video gleich mal einspielen. So, es wird mal wieder Zeit für einen Food Haul. So nennt man das zumindest, habe ich mir sagen lassen. Weil es wurde vermehrt der Wunsch geäußert, immer mal wieder auch persönliche Einblicke wie zu Beginn meines Tagebuchs in diesem Tagebuch auch zu verewigen. Und von daher zeige ich euch heute einfach mal meinen Wocheneinkauf. Das wird auch ungefähr auch für eine Woche reichen. Mit dem, was ich natürlich noch zu Hause da habe. Vor allem halt Wildreis und Nackthafer. Wird dazu jetzt noch kommen. Aber ansonsten ist das so wahrscheinlich, was ich so die Woche esse. Zumindest ist das mein Wocheneinkauf, den ich einmal die Woche mache. Preislich, 40 Euro habe ich bezahlt, dass du auch da Bescheid bist und ja, dann packe ich einfach mal aus. Also ich habe immer so einen Rucksack und dann noch eine Tasche, falls nicht alles in den Rucksack passt. So, gut, fangen wir mal an mit der Tasche, was es heute gibt. Ein paar Champignons und ein paar Weintrauben. Wenn ihr was in Plaster eingewickelt seht, dann liegt das da dran, weil das Sachen sind, die ich nicht, die ich sozusagen nicht einzeln transportiere. Das heißt, ich packe meine Plastiksachen aus, die nicht im Plastik sind oder die ich nicht im Plastik haben möchte. Aber ja, eben die, wie zum Beispiel Weintrauben oder Pilze, lasse ich nicht los bei mir drin rumfliebeln. Ansonsten seht ihr hier vielleicht, dass ich ein paar Bananen habe, die Punkte haben und ein paar, die keine Punkte haben. Die, die Punkte haben, sind nicht Bio. Und die anderen sind alle Bio. Warum habe ich nicht Bio gekauft? Ja, weil die Punkte haben. Weil ich keine Bananen jetzt vorrätig habe. Und die sorgen ja wieder als Katalysator für die. Deswegen habe ich ein paar nicht Bio gekauft, um eben, dass die Bio auch schneller reifen. Weil ich habe Appetit auf Bananen und entsprechend will ich reif haben. Und ich habe mal wieder von der Organisation das nicht hinbekommen, dass die reif bleiben. Und von daher, ja, nicht Bio. Dann Mango. So. Und dann haben wir noch den Rucksack Äpfel. Aber 80% der Sachen, die ihr seht, sind Bio. Einfach aus dem Grund, wenn es Bio gibt, kaufe ich Bio. Oder es hat halt einen Grund, wie mit den Bananen, dass reif sind oder andere Sachen. Cashewnüsse, Möhren, Bio-Tomaten. Ja, die sind ein bisschen aufgeplatzt durch den Transport. Tja, mit Auto war früher alles einfacher. Dann, das sind nicht Bio-Tomaten. Die brauche ich, brauch ich aber für ein Rezept, weil die halt diese kleine Form haben und die gibt es nun mal nicht im Bio. Zumindest dort, wo ich jetzt einkaufen war, also bei Aldi. Zucchini. Granatapfel, ganz wichtig. Warum Granatapfel wichtig ist, das habt ihr ja in meinem Video gesehen. Macadamianüsse, Zucchini, noch ein Granatapfel. Der Tisch ist wahrscheinlich etwas zu klein. Aber dass ich das wenigstens mal gemacht habe, eine Kokosnuss. Damit keiner sagt, dass ich nicht auch mal ein paar kleine persönliche Einblicke hier in meinen Lebensmittelalltag. Da ist nur noch die Frage, bis irgendwas runterfällt. Aber dann seid ihr natürlich auch wieder live dabei. Die Orangen sind Bio-Orangen. Auch da habe ich mich verkalkuliert. Ich kaufe immer die Mallorca-Orangen. Die brauchen aber immer 2 Wochen Lieferzeit. Und jetzt sind die wieder alle. Und jetzt habe ich, die kommen erst übernächste Woche. Das heißt, habe ich jetzt wieder eine Woche ohne Orangen. Ich muss das mal besser hinbekommen. Also das Problem mit den Bananen-Orangen. Mit dem Orangen, das werde ich wahrscheinlich hinbekommen. Das ist schon mal schneller. Bloß das Problem ist auch, wenn du die Bio-Orangen kaufst, du kaufst ja mal 11 Kilo. Und die werden auch irgendwann schlecht. Wenn du das falsch konzeptionierst, hast du halt schlechte Orangen. Und bei Bananen ist es halt so, wenn du halt nicht mit dem Essen aufpasst, dann hast du halt Unreife. Also das ist gar nicht so einfach immer mit diesen ganzen Konzepten.
So. Und dann habe ich mich noch, wo ich mich ärgere, weil das unten schon schlecht ist hier. Das fängt schon an zu faulen, die werde ich relativ schnell essen müssen. Noch ein paar, ein Salatblatt. Und noch zwei Gurken. Ah! Ja. Na? Ja, schiefer Turm von Pisa. So, das ist also mal Mensch. So, das ist sozusagen Wocheneinkauf. Und ja, entsprechend, dazu werde ich halt jetzt meistens noch irgendwie Wildreis oder Nackthafer einweichen und das dazu essen. Ja, und das war ein Smoothie halt früh. So, das meiste ist ja halt für einen Smoothie drin. Genau, so, habt den Eindruck. So, und wer noch mehr lustige Stories aus dem Discounter hören möchte, den verweise ich auf mein Lidl Verarsche Video hier und den blutigen Aldi Thermomix Skandal. Der ist hier unten. Der Live Talk wird heute wahrscheinlich ausfallen, da ich es nicht schaffen werde, heute Abend ja rechtzeitig zu erscheinen oder mit, zumindest nicht mit Sicherheit, und da lieber sage, es fällt aus. Wenn ich doch online komme, schön, aber wahrscheinlich fällt es aus. Und ja, entsprechend dann nächste Woche Donnerstag wird er wieder ganz normal regulär stattfinden. Das soll es für heute gewesen sein. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut, euer Christian. Tschüssi.